Und zurück. Alter. Das hört sich an wie ein Motorrad, was gerade losfahren würde. Scheiß Mopex. Es ist schneller, nein. Sei mal paralysiert. Danke. Hammer, wer ist? Hä? Lol. Das kann nicht paralysiert werden. Was ist das denn für Bullshit? Komm, Alter, ich werde dich verfluchen. Entweder kommst du mit oder nicht. Das hört sich aber ein bisschen nach so einem richtig alten Motorrad an. Nicht so eins, was man gerne fährt, sondern eins, was so richtig abgeranzt ist. Na, gucken Sie sich bloß in Ihre toten Augen. Vor allem Alpollo mit seinen toten Augen, ey. Probieren wir doch einfach mal schon mit einem Pokéball zu fangen. Hinter uns haben sich ein paar Schaulustige versammelt. Der Pokéball ist ein bisschen kleiner als das Item da hinten. Glück doch nicht, mein Freund. Das wirkt nicht ganz, mein Freund. So, neuer Versuch, neues Glück mit dem kleinsten Pokéball im Vergleich zum größten Pokéball dahinter. Cool, wir haben Mopex gefangen. Der verlorene Bruder von Miraidon. Das Ritt-Pokémon, Drache und Normal. Es kann mit 20 km/h umherdüsen, wenn es einen Menschen trägt. Die Körperwärme der Person wärmt seinen Rücken und gibt ihm Kraft. Ein Drachen-Pokémon wäre eigentlich schon ganz geil, das mit bei zu haben. Aber es ist jetzt nichts, was man jetzt machen könnte oder so. Wir sind auf Ganoven-Tour. Und eventuell auch an diesem Pokémon interessiert, dass sich da vom Hauptspross wird zu Hoppelupf. Stimmt aber ja was. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Chip und Chip, Alter. Mann. So, Armstoß hier. Oh. Es ist also doch Flug geworden. Naja, er schwebt ja auch über den Boden. Dreimal also nur. Nee. Ich will noch nicht schlafen gehen. Ist noch viel zu früh. Pokéball los. 1, 2, 3 und in der Luft gefangen. Da ist ein Rasensprenger hinten aus Versehen angegangen. Ich glaube, die Leitung leckt ein bisschen. Da kommt Wasser aus dem Boden raus. Bei Kälte schließt sich seine Blüte, wodurch es keine Photosynthese mehr betreiben kann. Geschieht dies, so fliegt es in wärmere Gefilde. Nächstes Pokémon. Pokédex fühlt sich ganz schön gut und ganz schön schnell. Ne, hallo. Das möchte ich nehmen. Pex, halt mal kurz auf. So. Bring, bring. Cassiopeia hier. Du befindest dich gerade in der Nähe eines Verstecks von Team Star. Interpretiere ich das richtig als eine Zusage, dass du mir helfen möchtest? Ich habe keine andere Wahl, genauso ist es. Ich möchte dir helfen. Danke, jetzt sitzen wir im selben Boot. Willkommen bei Operation Stardust. Hey, was geht ab?
Wir feiern die ganze Nacht. Wer bist denn du? Du bist anscheinend ein Lehrer oder so. Ich wüsste gerne, was Sache ist. Wie? Wer ist da? Lieval ist mein Name. Ah ja. Wie lange belaufst du uns schon? Jetzt chill mal. Sei doch nicht gleich so misstrauisch. Ich bin ein Kumpel von... Warte mal, ich kann das... Ist das die Traumakademie? Bist du ein Lehrer? Bist du kein Lehrer? Bist du ein Betrüger? Ich kann... Kann ich anders auswählen, ne? Ich... Ja, ich guck mal kurz weg. Ich schüchtern wie ihr und hier was. Wir planen gerade, wie wir gegen Team Star vorgehen wollen. Das ist kein Spiel, klar. Das habe ich schon gecheckt. Es ist nur recht, mit denen habe ich noch eine Rechnung offen. Und ich will dir nicht angeben, aber ich mache keine halben Sachen mit dem auf mich ist Verlass. Punkt, Punkt, Punkt. In der Not kann man nicht wählerisch sein. Also gut, du bist auch mit dabei. Dann wäre das also gebongt. Dein Name war Cassiopeia, richtig? Wer bist du eigentlich? Es hat nichts zu sagen. Lass es mich so ausdrücken. Ich bin jemand, der mal mit Team Star zu tun hatte. Oh. Scheiße, wie ist die Nummer? Die von Team Skull, Team Skull sage ich schon, ja genau, von Team Star am Anfang angepöbelt wurde, so richtig schüchtern war, und die im Evoli-Rucksack, das ist die. Wir wissen doch, wie die aussießen. Ich stehe schon. Ich will nicht weiter auf die Pelle rücken. Gut, dann werden wir jetzt nämlich gerne mal zum eigentlichen Thema kommen. Operation Stardust. Was genau sollen wir tun? Einfach ausgedrückt, ihr sollt das Versteck von Team Star, in das Versteck von Team Star eindringen. Dort besiegt ihr dann die Bosse der einzelnen Bande und stößt sie vom Thron. Vom Thron? Ach so, sie wollen von ihrem Posten zurück. Sie sollen von ihrem Posten zurücktreten, meinst du? Ganz genau. Team Star besteht aus 5 Banden, die jeweils ihr eigenes Versteck haben. Ihr solltet gleich hier in der Nähe ein Tor zu einem ihrer Verstecke sehen können. Ach ja, da drüben. Dahinter befindet sich ihr Versteck. Und dort drinnen müsst ihr den Boss einer Bande finden. Wir kämpfen uns einfach durch. Keine Rücksicht auf Verluste. Wenn du das sagst, Team Star folgt einem Kodex. Ein Boss muss sich auf jeden einzelnen, auf jeden einlassen, der Streit mit ihm sucht. Und wer diese Auseinandersetzung verliert, gilt nicht mehr als Boss. Vorhin habe ich bereits Herausforderungen an alle Verstecke geschickt. Und zwar in deinem Namen, Fanny. Warum? Ich wollte eigentlich nicht wirklich Streit mit denen anfangen. Ich wollte eigentlich erst bei denen ins Lager springen, wenn die das als Kriegserklärung ansehen. Fair enough. Aber wenn nicht mal ich die Scheiße rausgeschickt habe, sondern irgendein anderer Hohlkopf, den ich nicht so gerade wirklich vertraue. Ah. Ein paar ordentlichen Kämpfen mit Team Star steht damit nichts mehr im Weg. Wenn ein Boss besiegt wird, muss er also zurücktreten. Ohne Boss ist eine Bande führungslos. Irgendwann wird sie sich unweigerlich von selbst auflösen. Die Sache hat allerdings einen Haken. Die Stücke sind sehr groß und es wimmelt nur so von Pokémon, die Eindringer aufhalten sollen. Gewöhnliche Trainer wird es wahrscheinlich nicht mal in die Nähe des Bosses schaffen. Und genau deshalb war es mir so wichtig, dass du dich der Sache anschließt, Fanny. Besiege die Pokémon im Inneren des Verstecks und locke damit den Boss hervor. So ein bisschen wie bei Middle-Earth, Shadow of War, wo man auch
ein paar Handlanger killen musste, damit der Häuptling zum Beispiel rauskommt. Das ist auch immer ein geiles System gewesen. Aber eins nach dem anderen, kümmere dich zuerst um die Wache am Tor. Und was spiele ich dabei für... Und was ist deine Rolle dabei? Hm? Wie eben schon gesagt, ich hatte mal was mit Teamstar zu tun. Deshalb kann ich nur aus dem Verborgenen handeln und euch aus der Ferne unterstützen. Wird klar, verstanden. Und was gibt's für mich zu tun? Sorry, aber es ist noch zu früh, um dir ganz zu vertrauen. Fürs Erste kannst du Fernie dabei helfen, indem du ein wachsames Auge auf das Versteck hast. Du bist einer von der vorsichtigen Sorte. Das respektiere ich total, yo. Mann. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Ich melde mich wieder, wenn der Plan seinen Lauf nimmt. Viel Erfolg. Dann hau mal rein. Lol, das ist der Direktor? Level. Jess, wie ist der? Clovel nicht, oder? Na hoppala. Was? Na hoppala, du hast meine wahre Identität. Möchte ich um Stillschweigen bitten. Alter, der sieht so bescheuert aus, ey. Vor dir steht gerade die Wahl. Bitte sprich mit mir wie mit einem anderen Mitschüler. Alter, der ist sowas von an Modetrend vorbeigeschlittert wie sonst was, aber mit 120 Meilen die Stunde. Aber hier machen wir dann mal das nächste Mal weiter. Ja? Wir haben heute ein bisschen... Oh, Leute, ich kann sogar Autoheilung machen, fällt mir gerade auf. Lul. So. Dann... Geh mal kurz weg da hinten, bitte. Ich möchte mich hier vernünftig verabschieden. Dann verabschiede ich mich dieses Mal von euch. Das nächste Mal werden wir dann auch wirklich dieses Versteck, ich sag mal, angreifen. Bis zur nächsten Aufnahmesession und bis dahin. Haut rein.